Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Techfishing-Wells-Video. Ja, ihr seht, das ganze Zeug liegt mal wieder am Flussufer. Es ist Freitagabend. Mein Kumpel Andi und ich sind zu einer spontanen Kurzsession ausgerückt. Haben jetzt gerade hier alles aus den Autos ausgeladen, bringen das jetzt mal alles ein bisschen in Form. In der Zeit zieht ihr euch am besten das Intro rein und dann, denke ich, haben wir das hier bis dahin noch alles soweit stehen. Und dann sage ich euch, was wir hier heute genau vorhaben. Also, bis gleich. So, also, wir haben jetzt mittlerweile zumindest mal die Routen in den Ständern stehen, die Schirme gestellt. Schirme deswegen schon, weil es durchaus sein kann, dass es hier zwischendurch mal regnet. Das Wetter ist im Moment nicht so konstant. Also wir haben jetzt, um euch mal ein bisschen den Rahmen zu schaffen, wir haben jetzt ziemlich genau Mitte September. Temperaturen waren jetzt eigentlich die ganze Zeit noch ganz okay. Heute ist jetzt zum ersten Mal richtig frisch geworden. Also gestern war es noch so gewittrig, spülwarm. Jetzt ist mittlerweile ein bisschen mehr Wind drauf. Es ist abgekühlt. Ich bin mal gespannt, was gleich die Wassertemperatur sagt. Aber ich denke schon, dass die Fische begriffen haben sollten, dass es jetzt nicht mehr ganz so ist, wie es im Juli und August war, sondern dass es jetzt einen Knick nach unten macht, einen Knick Richtung Herbst. Und darauf spekulieren wir natürlich. Den Platz, den wir hier heute machen, grundsätzlich vielleicht erstmal noch zum Gewässer. Also wir fischen hier am Hausgewässer. Kleiner, überschaubarer Industriefluss, wie ihr ihn schon oft gesehen habt, relativ monoton. Den Platz hier selbst kennt man noch überhaupt gar nicht. Ist sozusagen ein kompletter Spontanversuch hier. Ich werde jetzt mal gleich aufs Wasser gehen mit dem Boot, mit dem Echolot und mir das mal anschauen, dass wir überhaupt mal einen Überblick kriegen und einen Plan. Was wir wissen ist, dass es hier relativ tief ist. Das wollten wir auch so. Trotzdem wollten wir auch, das wäre natürlich genial, wenn es sich so ergeben würde, dass wir mit zwei Routen etwas flacher angeln können. Schauen wir mal, ob das die Struktur hergibt. Und dann ja, halte ich euch nachher auf dem Laufenden, zeige euch noch die Montagen und dann gehen wir nachher gemeinsam in den Abend. Für euch schon mal gerade hier ein Zwischenstand aus dem Boot raus sozusagen. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs und am Loten. Also das, was ich bisher gesehen habe, stellt sich so dar, dass es doch nicht ganz so tief ist, wie ich es vermutet hätte. Wir kriegen hier zwar bis so knapp 6 Meter, aber ich dachte so, 1 oder 2 Meter mehr wäre noch drin, tiefentechnisch. Macht aber nichts, ist auch ganz in Ordnung, denn wir haben hier zwar keine krassen Abstufungen drin und krassen Kanten, aber das ist auch gar nicht immer das, was ich unbedingt suche, sondern es sind so ein paar kleine, aber feine Kanten, Abbruchkanten, Längskanten und Abstufungen in der Uferkante, die ganz interessant sind. Ja, ich erkläre euch das natürlich nachher nochmal am Blog, aber das hier ist auf jeden Fall gutes Wasser für 4 Routen. Hier haben wir genug Platz, hier kriegen wir auf jeden Fall die Dinger sauber gestreut, sodass wir hier wirklich überall, wo es interessant ist, eine Montage ablegen können. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen zwischen 2 Spots. Ich gucke mir jetzt einen nochmal an und dann geht es ans Montagenknüpfen. Andi ist schon dabei und dann gehen die Dinger so schnell wie möglich raus, weil Tageslicht haben wir nicht mehr lang. So, zurück am Ufer. Jetzt geht es hier drum, Montagen zu knüpfen. Wir werden hier heute definitiv mit Tauwurmbündeln unter anderem angeln. Da habt ihr die Montagen schon oft gesehen. Filme ich nachher auch noch mal kurz drüber, dann seht ihr die noch mal. Aber das kennt ihr aus anderen Videos. Aber wir haben hier heute auch 2 kleine Variationen drin. Und zwar wird Andreas eine Route fischen mit Tauwurmgrundelbündel, also einem Mix. Und wir werden insgesamt 2 Routen rauslegen, bei denen wir komplett einfach nur einen toten Köderfisch, wie beispielsweise den hier, einfach auf Grund ablegen. Ohne Auftriebskörper, ohne alles. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Und zwar hat ein Kumpel von uns, Ernst, Grüße gehen raus, du weißt Bescheid, hat ein Kumpel von uns in den letzten Wochen auf genau diese Montage, ich sag jetzt mal auf so eine Montage, so ähnlich wie es beim Zanderangeln eben gemacht wird, mit einem toten Köderfisch, einfach aufgrund verdammt gute Ergebnisse erzielen können. Andreas hat das Ganze vor kurzem auch ausprobiert, prompt einen Biss gekriegt, den er leider nicht verwerten konnte. Und der Sache wollen wir jetzt einfach mal auf den Grund gehen und schauen, was da dahinter steckt. Und die Session hier wollen wir natürlich dazu nutzen. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Vorfach. Das binde ich mir einfach aus einem Stück geflochtenen Vorfahrmaterial, Silent Leader in 0,7 mm.
Einfach weil es ein geflochtenes Vorfachmaterial ist und ich bin halt der Meinung, ein toter Köderfisch aufgrund, wenn der am geflochtenen Vorfachmaterial abliegt, ist das nochmal ein bisschen natürlicher, weil er ein bisschen mehr Bewegungsspielraum hat, auch bei der Köderaufnahme durch den Wels, wirkt das Ganze wahrscheinlich ein bisschen natürlicher, zumindest in meiner Herleitung, als wenn ich das Ganze an einem Monofilen mache. Im Prinzip werde ich das Ganze jetzt hier so, ich denke mal 1,20 Meter lang machen. Dann werde ich das Vorfach ausstatten mit einem Einzelhaken, das heißt einem Mr. Wallerhook und einem Pro Treble in der kleinsten Größe in XS. Aber wahrscheinlich werde ich das Ganze so machen, dass ich einen Einzelhaken im Maulbereich fixiere und den Drilling irgendwo in der Flanke und dann lege ich das Ganze einfach auf Grund. Ja, ich knüpfe das Ding jetzt hier mal noch zusammen und wenn ich soweit bin, dann zeige ich euch das Ganze. So, das Ganze sieht fertig so aus. Also wirklich ziemlich simpel, Einzelhaken-Drilling. Ich glaube, ich habe ja alle schon 10.000 Mal in Videos gesehen. Einen Knotenschutz habe ich jetzt an der Stelle nicht drauf. Erstens mal, weil das geflochtene Vorfachmaterial so weich ist, dass die Knoten nicht von selbst aufspringen, wie bei einem steiferen Mono. Und zweitens, ja, verzichte ich jetzt einfach heute Abend mal auf den Luxus, dass ich sage, ich markiere mir über den Rigtube oder über den Hooksleeve, wo meine Haken sind, damit ich die beim Greifen besser sehe. Das kriege ich auch so hin und habe aber dafür jetzt den Vorteil, dass ich noch einen Ticken unauffälliger einfach angel und die Montage noch unauffälliger aufbaut als mit Hooksleeves. So, das Ganze länge ich jetzt noch ab auf die entsprechende Länge, dann wird beködert und dann gehen die Dinger raus. So, also ich habe das Ganze jetzt hier mal angeködert. Ihr seht es, Drilling hier hinten in der Seite, Einzelhaken hier vorne durch Unter- und Oberkiefer, weil er so besser hält, das Maul bleibt zu. Das hilft mir nachher beim Auslegen. Wäre jetzt bei einem größeren Köderfisch noch schlimmer, wenn der dann das Maul öffnen würde. Großer, toter Köderfisch drückt sich beim Auslegen das Wasser rein. Wenn ich das Ding unterm Boot führe, bis ich dann ablege, dann kommt der ins Schleudern. So läuft der hier oder ziehe ich den hier einfach hinter mir her. Bis ich am Platz bin, kann das Ding ablegen und dann liegt das Ganze sauber. Der Haken hier ist auf jeden Fall so auch groß genug und hat Platz genug, um zu greifen. Ich habe den Köderfisch jetzt, das seht ihr hier, auch auf beiden Seiten noch aufgeschnitten. Hier vorne auch noch aufgeschnitten, damit er wirklich schön seine Körpersäfte an die Umgebung abgeben kann. Dadurch erhoffe ich mir halt einfach noch eine größere Lockwirkung. Ich gehe mal davon aus, Andreas wird das gleich so ähnlich machen mit seinem Köder. Ja, und dann geht's ab. Also ich habe hier wirklich schon Leute gesehen. Wie die Doktoren. Schon Leute gesehen, die sich vor vergammelten Kalamaris ekeln oder vielleicht auch vor Würmern. Und deswegen Handschuhe anlegen, aber jemand, der beim Steinebinden hier komplett mit Handschuhen arbeitet, der ist mir noch nicht begegnet. Ich wollte ja ursprünglich schon beködern. Ja, ja, das ist jetzt natürlich eine sehr gelegene Ausrede, gell? Ja. Aber doch, wir machen es sehr genau. Also das hier sind wirklich ideale Absenker. Hier auch schön mit Wirbel und Karabiner zum Einhängen versehen. Dünne Reißleine, 35er mit einem Sicherheitsknoten drauf, damit es auch sicher reißt. Die brauchen wir heute, wenn wir hier bis auf die andere Seite unter den Schiffen durchangeln möchten. So, bevor es jetzt wirklich so dunkel wird, dass es wirklich Zeit wird, dass die Dinger rauskommen, komme ich jetzt gerade noch mal meinen Pflichten nach. Und zwar steht ein Tackle-Check an. Ich zeige euch einfach, was wir hier heute verwenden. Route haben wir hier Plinkerjörg Longcast beim Uferfischen. Die habe ich dabei. Andreas fischt eine Catatec Stone, das heißt etwas schwereres Gerät, ausgestattet hier auch mit einer HR20. Ich habe wieder zwei Stationärrollen dabei. Zweimal Catatec Stone sehe ich sogar beim Andreas, sehr gut. Und zwei HR20, genau, um das Ganze komplett zu machen. Hier meine zweite Stationärrolle. Meine Rolle ist bespult mit einer 0,43er Halkline, wie immer. Was hast du drauf? 0,55er Halkline. Genau, also das heißt, wir haben hier noch eine 0,55er Halkline bei ihm drauf mit einer 0,9er Snackleader als Schlagschnur. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal hier am Ende der Köderfischmontage den Ball Bearing Swivel zum Einhängen. Dann, wie eben schon kurz angesprochen, das 0,7er Silent Leader geflochten. Einen Mr. Wallerhook in der Größe XS. Dann ein Pro Treble in Größe XS und das macht das Ganze komplett. Auf der anderen Route ein U-Float Solid Black in 15 Gramm fürs Taubenbündel. Gehalten ist das Ganze von zwei Leader Stops wie immer. Dann hier auch zwei Pro Trebles in XS. Dann die Knoten geschützt mit Hooksleeves in Größe 1. Das Vorfach besteht aus einem 0,9 8er Monoleader Pro.
Hier oben ist das Ganze dann nochmal mit einem Rigtube versehen, damit das überstehende Ende vom Augenknoten hier sich nicht irgendwie eine Hauptschnur verhängen kann bei der Steinmontage. Und hier eben dann auch wieder der Ballbearing-Swivel. Für die schnelle Aktion hier haben wir dann natürlich das Hopper dabei, einfach weil es total easy zu handeln ist und absolut ausreicht für das, was wir vorhaben. Und mal wieder zweimal das Solid Rolli, ganz einfach deswegen, weil es hier heute Abend wahrscheinlich noch regnen wird. Wir wollen nicht nass werden. Und deswegen Solid Prolly, muss man sich auch wieder dran gewöhnen. So geil wie das Ding auch ist, penne ich ja am liebsten unter freiem Himmel. Und im Herbst ist das dann immer so ein bisschen ernüchternd, wenn man sich wieder unterm Schirm verkriechen muss. Was ich euch aber noch sagen kann zu dem Tackle, was ich euch gerade genannt habe, ist, dass ihr alle Links zu den einzelnen Produkten in der Videobeschreibung findet. Wenn ihr die Zackfishing Welts Videos unterstützen wollt, wäre es super geil, wenn ihr unsere Produkte über diese Links bei uns im Online-Shop kauft. Was ihr aber auch machen könnt, ist das Ganze beim Angelgerätehändler eures Vertrauens kaufen. Dann unterstützt ihr die Zackfishing Welts Videos ebenso. Wir sind euch genauso dankbar und ja. Jetzt ist es aber endlich soweit, dass wir wirklich final anködern, genug geredet und die Dinger rausgehen. Ja, man merkt eindeutig, dass September ist. Also so schnell, wie jetzt dann doch die Dunkelheit hier über uns hereingebrochen ist, hätten wir nicht unbedingt damit gerechnet. Da muss man sich wirklich erstmal wieder dran gewöhnen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch eine der letzten Sessions sein, die wir mal so schnell freitagsabends hier übers Knie brechen können, zumindest was das Filmen angeht, weil dann einfach das Licht fehlt. Aber umso mehr müssen wir das Ganze jetzt genießen. Und natürlich gehört zu einem ordentlichen Video auch nochmal die Platzerklärung, die obligatorische, die habe ich jetzt gerade mal für euch fertig gemacht, nachdem die Routen in Position gegangen sind. Knicklichter haben wir drauf, die Köder liegen. Andreas, hast du ein gutes Gefühl? Ja. Das heißt, da müssen wir eine halbe Stunde überlegen, um Ja zu sagen. Ob das ein gutes Zeichen ist, ich weiß es ja nicht. Jedenfalls zeige ich euch jetzt mal den Platz, dann könnt ihr ja mal euch ein eigenes Bild machen. Also, das hier ist der Fluss, die beiden Ufer, das kennt ihr, das Spiel. Und ja, wir sitzen hier, wir haben Strömung von rechts nach links. Was wir hier halt wirklich drin haben, sind halt diese Längskanten in verschiedenen Entfernungen vom Ufer. Die habe ich euch jetzt einfach mal hier gestrichelt eingezeichnet. Ich zeige es euch einfach mal hier im Querschnitt, weil dann versteht ihr das eher. Also wir sitzen auf dem Ufer, dann fällt das Ganze erst runter, so langsam auf 3,80. Da hält es sich kurz, fällt dann wieder ab auf knapp 5, also so 4,80. Dann kommt hier wieder ein kleiner Knick, ziemlich in der Flussmitte. Dann hält es sich wieder und dann kommt hier wieder kurz vor dem anderen Ufer wieder ein Knick nach unten, sodass auf der anderen Uferseite wie so eine kleine Rinne ist. Und dann geht das Ganze wieder so nach oben. Das ist jetzt quasi also das hier, diese Rinne. Das ist das hier, was ihr hier seht. Da haben wir zwei Routen drin. Eine liegt ziemlich zentral in der Rinnenmitte, aber eher noch zum anderen Ufer hin mit Tauwurm pur. Ich habe das immer dazu geschrieben, damit ihr auch die Übersicht habt, weil wir ja heute echt viele verschiedene Köder haben. Dann haben wir hier die nächste Route im Knick, wo es aus der Rinne hochgeht. So circa bei 5,30. Da liegt das Grundel Tauwurmbündel drin. Dann haben wir hier ziemlich in der Flussmitte, wo es ansteigt bei knapp 5 Meter, den Köfi, den einen auf Grund gelegt, das ist die Route. Dann haben wir die Kante hier unten, das ist die, die haben wir ausgelassen, weil wir ja nur 4 Routen zur Verfügung hatten und uns für irgendwas entscheiden mussten. Und da war das dann hier doch irgendwie noch ein bisschen prädestinierter vom Bauchgefühl her.
Und dann haben wir natürlich hier nochmal diesen kleinen Vorsprung mitgenommen, weil der uns hier an dem Gewässer schon echt viel Aktion gebracht hat. Da liegt auch ein toter Köfi auf Grund, so wie ihr das hier seht. Und so sieht das Ganze komplett aus. Wir haben hier natürlich einen üblen Schiffsverkehr. Deswegen haben wir die Route, die ganz rüber fischt, hier zweimal abgesenkt. Die Route, die hier fischt, ebenfalls auch noch einmal hier abgesenkt. Dann haben wir noch einen Absenker in der Route, die auch relativ weit raus liegt. Und die Route hier, die konnten wir direkt genau so fischen. Jo, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendeine Info jetzt von mir braucht. Warum haben wir das so gemacht? Vielleicht noch dazu? Ja, letzten Endes, weil eben solche kleinen Unebenheiten im Grund ganz oft Zugpassagen von Fischen sind. Wir hoffen natürlich und spekulieren darauf, dass die Fische am Ziehen sind, um zu fressen, um vielleicht auch schon ein bisschen Richtung Herbst-Winter sich zu rüsten und zu schaffen. Wir hoffen darauf, dass das eingebrochene Wetter, also das beendete Sommerwetter und das so langsam in den Herbst übergehende Wetter, dass das die Jungs motiviert, vermehrt Futter zu suchen. Und ja, wir haben den Tisch im Prinzip reich gedeckt mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, sowohl über dem Grund angeboten, Würmer und Köderfische, als auch direkt auf dem Grund. Und jetzt heißt es einfach abwarten und hoffen, dass was beißt. Und in der Zeit gucken, dass wir selber was essen. Und wer die Videos kennt, wenn der Andi dabei ist, wenn wir zwei am Wasser sind, dann wird meistens gegrillt. Und das ist auch heute natürlich wieder so. Deswegen werfen wir jetzt noch einen Grill an. Dann essen wir was, trinken was und dann freue ich mich, weil dann weiß ich ganz genau, dass wir noch stundenlang hier sitzen, fachsimpeln, im besten Fall ständig gestört werden von Welsen. Ja, und wenn das dann soweit ist, dann ist natürlich die Kamera an. So, es hat lang gedauert. Bis in die frühen Morgenstunden, bis ein Biss kam. Jetzt kam gerade ein Biss hier auf die ufernahe Route links runter auf einen toten Köderfisch auf Grund. Und der Fisch ist jetzt hier vom Ufer. Bin gespannt, was da hochkommt. Kickstart. Hausgewässer, direkt ein schöner Fisch. Fein vom Boot weg? Ja. Okay, ich mache mich mal landebereit und dann zeigen wir euch gleich. So Leute, guckt euch mal unseren schönen Hausgewässerfisch an, den wir hier gefangen haben, den der Andi da gefangen hat. Richtig gut. Andi, was meinst du? Ich bin zufrieden. Super, super geil. Bin zufrieden, kurz, knapp, nüchtern, jawohl. Nee, aber richtig schön. Über 1,50 groß. Geiler Fisch. Richtig schön. Und das Beste ist, Leute, er kam tatsächlich auf die Testmontage mit dem toten Köderfisch auf Grund. Auf die Ernst-Rotauge. Auf die Ernst-Rotauge. Also Ernst, wenn du das siehst, liebe Grüße an dich. Vielen Dank. Richtig cool. Wir sind absolut zufrieden. Tolles Ergebnis. Damit hat sich die Session schon mehr als gelohnt. Moin Moin, so, die Nacht ist rum, Traditionen wollen gepflegt werden und deswegen pflegen wir natürlich die Traditionen. Entsprechend gibt es natürlich heute Morgen wieder einen frisch aufgebrühten Kaffee. Der tut auch ehrlich gesagt nach der Nacht super gut, denn wie ihr seht, habe ich
die Snapback gegen eine Strickmütze austauschen müssen, weil ganz einfach man wirklich auch nachts jetzt mittlerweile ganz deutlich merkt, dass der Sommer vorbei ist. Also es wird schon dann recht schattig heute Nacht und auch recht klamm. Also es wird Herbst, aber das ist ja auch gut, denn im Herbst steckt auch immer die Hoffnung, dass die Fische nochmal gut aktiv werden, bevor es dann nachher letzten Endes doch in den Winter geht. Und zumindest einen Fisch haben wir ja auch fangen können. Also so ein bisschen scheinen die Fische hier tatsächlich auch in Richtung Herbst zu denken. Und wir sind super zufrieden. Also für so eine Session, eine kurze Session mit wenig Zeit, ist eine Aktion immer schon ein Riesending. Und wenn da noch so ein Fisch dabei rumkommt am Heimatgewässer mit einer Größe über 1,50, der hat jetzt 1,54 gemessen, wenn der dann noch dabei rumkommt, dann ist alles mega, denn ja, ein 1,50er Fisch für das Gewässer hier, das ist schon gut. Klar sind hier auch 2 Meter Fische drin und man kann die auch fangen, logisch. Aber trotzdem, wenn man sich so die ganze Bestandspyramide anguckt, dann ist man hier mit einem 1,50er schon echt gut dabei. Und vor allen Dingen, und das muss man auch immer noch mal sagen, auf legale Köder. Und das ist halt wirklich dann sowieso noch mal doppelt so viel wert. Und jetzt ist es so, es ist ja dann immer geil, wenn man dann in einem Video, bevor man in die Nacht geht, irgendwas in den Vordergrund stellt. Eine U-Pose, eine Montage, einen Köder oder sonst irgendwas, was man jetzt halt quasi als zentrales Thema des Videos auserkoren hat. Wenn dann natürlich auf genau den Köder auch noch der Fisch kommt, dann ist das natürlich immer wie Weihnachten und Silvester an einem Tag. Sagt man da so, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wir sind auf jeden Fall super happy, dass es geklappt hat. Also wie gesagt, der Fisch kam auf eine der beiden Routen, die wir mit einem toten Rotauge bestückt hatten und einfach auf Grund gelegt hatten. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal hier auf der Übersicht. Also die Route war es. Das heißt, die Route, die hier in dem Absatz lag, in dem Absatz, der uns schon echt oft Fische gebracht hat, hier an unserem Hausgewässer. Und ja, alle anderen Routen blieben sozusagen die ganze Nacht still. Und wie gesagt, das ufernahe Ding hat es dann gebracht, heute Morgen um, ja, kurz vor 6 irgendwann. Was machen wir jetzt mit der Info? Ja, also es war ja so, dass wir gesagt haben, das interessiert uns, weil Freunde von uns das in der Vergangenheit oder gerade auch in den letzten Monaten erfolgreich gefischt hatten und wir wollten einfach wissen, ob das ein Zufall war oder ob da vielleicht mehr dahinter steckt, haben es dann ausprobiert und einen Fisch drauf gefangen. Jetzt sind wir noch mehr angestachelt denn je, werden das definitiv auch in Zukunft mehr und mehr noch in unsere Angelei einfließen lassen, um einfach rauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Es ist ja tatsächlich eine super simple Montage, im Prinzip simpler geht es eigentlich gar nicht, aber vielleicht liegt genau darin auch der Schlüssel. Das versuchen wir rauszufinden, daran werden wir euch in Zukunft definitiv auch teilhaben lassen in den Videos, wenn wir es machen und was dann dabei rauskommt, werdet ihr sehen. An der Stelle möchten wir uns jetzt einfach bedanken dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Interesse daran hattet, hier die Kurzsession mit uns zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht konntet ihr das ein oder andere mitnehmen und dann hoffe ich, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bleibt gesund, fangt ein paar Fische in der Zeit, nutzt den Herbst, wenn die Fische nochmal richtig aktiv werden und dann bis demnächst. Ciao.